4,5 Minuten Zeit. Aber nicht für eine, sondern für ein Dutzend. Der muss schon was können und der muss auch schon mal richtig Gas geben. Ne? Gut, dann tue ich die wieder hier rein, sonst haben wir nämlich jetzt gleich bei der nächsten Gruppe haben wir nämlich den nächsten. Das war dann ein Federhammer, die sind dann auf diesen Hämmer zitieren geschrieben. So, meine Kollegin, die steht schon an der nächsten Pfeilenhaumaschine. Es gab hier unten bei Elis an den Maschinen keine Lampe, die stärker wie 10 Watt war. Spaßig. Ja, während der Zeit, während des Krieges, gab es zum Beispiel auch einen Schriftwechsel zwischen Elis und dem GAU-Vorsitzenden hier von Remscheid, dass die Glühlampen eine so schlechte Qualität hätten, dass er so viele Glühlampen austauschen müsste, dass er nicht mehr wüsste, wie lange den Preis der Pfeilen halten kann. Ah. Also die Elis-Beherren waren schon sehr streitbar und sehr speziell. Aber mit dem Energiesparen, das kommt ja immer wieder. Ne? Genau. Ja, wer weiß, wie wir demnächst irgendwo sitzen. So, dann mach mal an, bitte. Da wurden hier 4 Pfeilen auf einmal geschlagen, dann wurden die Pfeilen rumgedreht, dann wurde die andere Seite geschlagen, dann wurde die Maschine umgerüstet, dann gab es den Kreuzschlag auf beiden Seiten und wenn sie dann eine gute Pfeile hatten, die dann auch noch auf den kleinen Seiten geschlagen wurde, hatten sie nochmal zweimal. Dementsprechend oft ist die Pfeile dann auch wirklich durch diese Maschine gelaufen. Das hier ist jetzt eine Pfeilenhaumaschine für Flachpfeilen. Die ist eingerichtet komplett. Die zwei wichtigsten Arbeitsmittel, die sind jetzt hier irgendwo ganz tief verschwunden, an solchen Maschinen waren Kreide und Öl. Und die Kreide wurde auf die eine Seite der Pfeile gemacht, damit die Pfeile auf dem Bleibett ordentlich liegt und nicht verrutscht. Und oben wird schön geölt, wer gut schmiert, der gut fährt, heißt das immer. So, damit der Niederhalter auch wirklich schön über die Pfeile drüber gleitet. Weil wenn Sie jetzt eine Riefe drin haben in dem Schlag, dann sieht das Pfeilbild nachher auf dem Metall sieht dann beschissen aus. Ja, da will man nicht, deswegen macht man hier von vornherein richtig, wird hier richtig geschmiert. So, dann wurden dann hier dann entsprechend die Hiebe eingeschlagen. Natürlich. Einmal sehen. Einmal sehen hier. Ah ja, 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 ja. Und wir haben hinten noch eine kleine Maschine stehen, die dann entsprechend zeigt, wofür die Dreikantpfeilen sehr viel gebraucht wurden, nämlich dann um Sägebänder wieder zu schärfen. Und draußen kann ich Ihnen jetzt noch zeigen, wie die Pfeilen geprägt wurden. Weil der Elis hat nämlich nicht nur unter dem Namen Elis produziert, der hat auch dann für ganz viele andere Firmen produziert. Da wurde dann einfach nur ein anderer Stempel drauf gemacht. So wie das auch in der Remscheider Werkzeugindustrie früher gang und gäbe war. Der eine, der hat sich auf Steckschlüssel spezialisiert, der hat für alle großen Steckschlüssel hergestellt. Der nächste hat Schraubenschlüssel oder was weiß ich nicht produziert. Da hat man dann untereinander hin und her getauscht und kam dann einfach nur andere Prägungen. Ja, hallo, ich bin Thomas Abbas, bin hier der Vorsitzende vom Förderverein für die Pfeilenfabrik Elis. Wir sind ja seit 6 Jahren hier am Renovieren und am Arbeiten. Im letzten Jahr viele Sachen wirklich zu Ende gebracht, so Finish. Jetzt sieht man nicht mehr die ganz großen Fortschritte, aber im Detail. Und hier in dem Bereich, wo wir jetzt stehen, sind hinterher 6 solche Tische hier als feste Bestuhlung in einem Festsaal. Und da haben wir uns eben überlegt, ein Sitzplatz an dem Tisch ist dann eine alte Maschine, die hier im Werk auch über viele, viele Jahrzehnte ihren Dienst gemacht hat. Und das ist eben wirklich Tischnachbar dann mit bei den Veranstaltungen, bei den Festen etc. Was ist das für eine Maschine? Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Federhammer, der hat in der Schmiede gestanden. Da sind eben die Angeln für die Pfeilen drauf hergestellt worden. Dem darf man nicht zu nahe kommen.
Ja, das ist eben das, was wir diskutiert haben im Förderkreis oder in unserem Förderverein. Ich hatte die Idee, Kollegen haben gesagt, ja, aber da kann man sich dran schmutzig machen, da kann man auch sich die Hemd dran zerreißen. Und ich habe aber gesagt, ja, okay, aber das heißt ja nicht, dass man dann die Idee nicht verwirklicht. Und wir haben uns dann eben dazu entschieden, dass der Federhammer eine kleine Vorstellung bekommt. Weil er nicht sprechen kann, haben wir schriftlich gemacht. Und da haben wir dann eben darauf hingewiesen, dass es ein alter Federhammer ist und dass man sich daran auch schmutzig machen kann und dass man sich auch die Sachen dran zerreißen kann. Und ich glaube trotzdem, dass das eine tolle Sache ist und die Leute, die bis jetzt hier dran gesessen haben und gefeiert haben, die waren auch alle begeistert. Und jetzt fehlt noch der Stempel der Stadt? Ja, wir sind gerade dabei, bei der Nutzungsänderung, wie das dann heute im Fachjargon heißt, also eine Baugenehmigung, die hat es schon seit 1890, also die fehlt nicht, sondern die Nutzungsänderung, weil wir machen jetzt hier ja ein Kulturzentrum und da bedarf es einer Nutzungsänderung. Das ist jetzt alles eingereicht, entsprechende Gutachten etc. sind gefertigt worden und jetzt ist die Bearbeitung der Stadt im Gange und wir sind aber auf einem guten Weg.